Ich bin Chanel Pambo. Ich bin seit 2016 Bereichsleiterin Südamerika. Das heißt so ein bisschen Mädchen für alles. Ich bin gelernte Tierpflegerin. Genau, bin aber hier auch für organisatorische Geschichten, Tiertransporte, Tierumsetzung, Dienstpläne schreiben, zuständig. Ja, so fülle ich meinen Tag. Das Gürteltier finde ich an sich sehr spannend. Wir haben ja gerade gesehen, als wir sie rausgenommen haben. Also sie heißen ja Kugelgürteltier. Der Name kommt daher, dass sie sich zu einer Kugel zusammenschließen und dann quasi handballgroß einfach nur eine feste Kugel sind. Das ist schon spannend, ne? Was die Natur sich irgendwo mal vor Millionen Jahren überlegt hat, wie man Tiere ausstatten kann, damit sie sich bestmöglich zum Beispiel gegen Feinde schützen kann. Und das Kugelgürteltier hat dann eine super Trick drauf, indem es einfach sich zusammenklappt und dann unantastbar ist. Genau, also an sich, wir haben ja, ne, gerade gelernt, bei Gefahr klappt sich zusammen und dann ist es eine Kugel und ist nahezu unantastbar. Das heißt, das Kugelgürteltier hat fast, ich sage jetzt fast, keine natürlichen Feinde. Also ich sage mal, ein Minenwolf zum Beispiel, der ja durchaus auch mal so einem Kugelgürteltier über den Weg läuft und sicherlich das auch essen würde und dann eben versucht, es zu fangen, steht vor dieser festen Hornkugel und kann damit nichts anfangen. Das heißt, natürliche Feinde haben sie so gut wie keine. Was natürlich immer ein Problem ist, ist der Mensch. Ne? Sei es drum, dass es Lebensraumzerstörung ist. Also auch in Südamerika geht es den Tieren nicht anders wie zum Beispiel in Asien oder in Afrika. Das heißt, die Lebensräume werden immer enger. Und tatsächlich ist es wohl auch so, das habe ich nur gelesen, weil ich es selber natürlich noch nicht probiert habe, sie scheinen wohl sehr schmackhaft zu sein. Das heißt, offensichtlich landen sie sehr gerne auf der Speisekarte der Südamerikaner, sind natürlich auch eine leichte Beute, weil dieses Zusammenklappen schützt dich zwar vom Minenwolf, macht dich aber angreifbar, indem zum Beispiel ein Mensch dich einfach hochnimmt, einsteckt und eben dann zu Hause zubereitet. Also natürlich ist es immer schwierig, ne? Was können wir in Südamerika tun? Da kann man natürlich verschiedene Schutzprojekte unterstützen. Was man aber vielleicht auch einfach vor der eigenen Haustüre anfangen kann, dass man einfach guckt, okay, wie viel Plastikmüll vertue ich? Ne? Schaffe ich es, mein Plastikmüll zu reduzieren? Dass man vielleicht sogar mit ganz kleinen Sachen anfängt und dann eben ja, dadurch irgendwo das Große und Ganze, sei es drum, ob es jetzt der Meeresraum ist oder eben irgendwelche Regenwälder, dass man halt guckt, wie kann ich Müll reduzieren, was esse ich, natürlich kein Gürteltier, sondern wo ist Palmöl vielleicht drin, kann ich darauf verzichten, dass man einfach für sich so kleine Schritte findet, wo man in kleinen Schritten wirklich was zum Naturschutz dazu tun kann, ohne vielleicht sogar in die eigene Tasche greifen zu müssen. Ja.